Hallo ihr Lieben! Eine liebe Abonnentin von mir hat sich meine Blush-Sammlung gewünscht. Und zwar, da ich so viele Blushes habe, musste ich es leider aufteilen in ein paar Teilen. Und zwar habe ich jetzt gedacht, ich fange einfach mit der Marke MAC an, was ich so habe. Ja, fangen wir an, weil es sind doch ein paar und sonst wird das Video einfach zu lange. Und zwar habe ich hier eine Palette mit zwei Blushes drin. Ich werde die euch jetzt nicht alle swatchen, weil sonst dauert das Video noch Stunden und das wollen wir nicht. Und das ist einmal die Farbe Peachy Keen. Sieht es aus. Und dann habe ich hier noch die zweite Farbe, und zwar Pinch O' Peach. Ich weiß nicht, wieso es Peach heißt, denn es ist so ein leichtes rosa Ton. Aber es ist wirklich wunderschön. Das war mein allererster MAC Blush. Dann habe ich hier noch dies eher so Brauntönen, außer ein. Ja, beim Depoten sind mir zwei ein bisschen kaputt gegangen. Diese hier und diesen. Und hier habe ich zum Beispiel noch den Blush Baby. Sieht es aus, was ich auch ganz schön finde. Oder dann habe ich noch hier Gingerly. So ein leicht Braunton, auch gut zum Konturieren, finde ich, hat keinen Schimmer drin. Und dann habe ich noch Melba, das geht auch leicht ins Peach rein. Seht ihr, ich habe es ein bisschen kaputt gemacht. Das ist ein matter Blush, und dann habe ich hier noch zwei mit Schimmer, und zwar einmal die Farbe Trace Gold. Das ist ein Sheer Tone Blush. Ich mag ja Blushes mit Schimmer. Und dann habe ich hier noch Sunbask. Ist auch ein Sheer Tone Schimmer Blush. Wunderschön. Das waren die drei aus meiner Palette. Dann habe ich noch den Sunday Afternoon. So sieht es aus. So, ist auch ein wunderschöner Blush. Gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich noch den My Paradise. Das war aus der Surf Baby LE. So sieht es aus. Ich habe es bis jetzt nur einmal benutzt. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Blush. So. Dann habe ich noch den Mighty Aphrodite oder so etwas. Das ist aus der Wonder Woman LE. Steht allen Hauttypen wirklich richtig gut. Also auch Hellhäutige können das tragen. Sieht wunderschön aus. Und dann habe ich einen Mineralize Blush. Und zwar den Gleeful. Also Gleeful. So ein gebackener Blush mit goldigem Schimmer, wie ihr es erkennen könnt. Ist wirklich auch wunderschön. Muss man ein bisschen vorsichtig damit umgehen, das ist richtig gut pigmentiert. Und dann habe ich noch den Frankly Scarlet. Das ist ein matter Blush.
Das geht schon ins Rötlichere rein. Den habe ich bis jetzt noch nicht getragen. Sollte ich vielleicht mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Bei den vielen Blushes habe ich eigentlich gar kein, keinen Überblick mehr. Dann habe ich noch den Pink Swoon. Das ist wirklich eine wunderschöne Farbe, die auch hellhäutig steht. So, dann habe ich noch so einen. Und das ist Feeling Flush. Wirklich eine wunderschöne Farbe. Dann habe ich noch Body Up. So sieht es aus. Auch ein wunderschöner Blush. Dann habe ich noch Warm Soul. Die sieht dann so aus, auch wieder mit Schimmer, ups, auch eine wunderschöne Farbe. Dann habe ich noch Well Dressed, so auch so ein leichtes Rosaton. Für hellhäutige auch wieder sehr gut geeignet. Dann habe ich hier noch den Breezy. Da muss man auch wieder aufpassen, da es auch gut pigmentiert ist. Dann habe ich noch Fleur Power. Habe ich bis jetzt einmal benutzt. Sieht auch schön aus. Sollte wieder mal MAC Blushes auftragen, habe ich jetzt gemerkt. Und dann noch eins aus ohne Mission Beauty Powder Blush. Ich weiß nicht mehr, aus welcher LE es war. Ist aber wirklich ein wunderschöner Farbton. Dann aus der Hello Kitty LA Fun and Games. Schön natürlich. Und hier hat es schon eine kleine Kulle drin. Die habe ich sehr oft getragen. Und da ich Angst habe, dass mir dieser Blush dann ausgeht, habe ich es wieder auf die Seite getan. Dann ist das Subtle Breezy oder so etwas. Kann das nicht aussprechen, aber auch eine wunderschöne Farbe. Hat auch wieder einen leichten Schimmer, aber das ist meistens so bei den Mineralize Blush. So, dann habe ich noch aus der Sakura. Das war auch aus irgendeinem LE. Wirklich wunderschöne Farbe. Es ist so Lavendelfarbe, aber wenn man es auf den Wangen aufträgt, dann kommt es gar nicht so lila rüber. Und dann habe ich noch den Stunner. Und das ist wirklich auch wunderschön, natürlich und ja. Dann habe ich noch den Dolly Mix. Auch ein wunderschöner Blush. Auch wieder sehr gut pigmentiert. Und ich denke, diese Farbe steht auch allen Mädels gut. Dann habe ich noch einen Cream Blush. Nein, ich zeige euch noch den normalen Blush. Dame geschrieben. Sieht so aus. Auch wieder gut für hellhäutige Mädels unter euch, gut geeignet.
Und dann habe ich noch einen Creme Blush. Sieht schon ein bisschen ja, versifft aus, weil ich es auch sehr oft benutzt habe. Und ich habe das meistens so als Base aufgetragen und dann einen passenden Ton Blush noch dazu verwendet. Ja, das war jetzt meine MAC Blushes. Ich war jetzt einfach mal, wie sagt man, ich habe es einfach im Schnelldurchlauf gemacht, da ich nicht will, dass dieses Video allzu lange wird. Na, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Blush-Video wieder. Bye!